Ja. So, mit dem letzten Restlicht der Kamera noch ein Schnitt. Das ist ein Paraiso, wie ich erkannt habe. Und auch der wird zurückgeschnitten. In welche Form? Was schneidet ihr daraus? Hochgeastet, ähnlich wie, wie die Silbereiche eben. Mhm. Er hat sehr lange Seitentriebe, die werden wir jetzt mal einkürzen hier. Ja. Also einfach schnipp, schnapp die Seitentriebe raus, aber nicht bis zum Stamm zurück, sondern nur... Absicht, er wird dann einfach rundherum geschnitten. Und was jetzt ganz unten ist, auch ähnlich wie bei dem letzten Baum, bei der Silbereiche, haben wir auch unten die Äste komplett weggenommen. Ja, also direkt am Stamm. Es reicht im Grunde genommen, wenn er 3-4 Seitenäste hat. Hier 1, 2, 3, 4. Das stärkt den Stamm insgesamt, denn es hat ja auch keinen Sinn, wenn man hier nur einen Pfahl hat, einen 10 Meter hohen und keine einzigen Seitenäste. Die Seitenäste beschatten ja auch wieder dann. Die sind wichtig, die beschatten den Stamm. Aber so 3-4 reicht. Und die ganze Energie wird jetzt vermehrt in den Hauptast gehen, hier oben. Und er ist jetzt in 4 Monaten 2,50 Meter gewachsen. Mhm. Also die Regenfälle, die letzten 3 Wochen haben also sehr geholfen. Er wächst jetzt das, was er die letzten 2 Monate nicht gewachsen ist. Also Januar, Februar war diese Trockenzeit und Die Bäume holen das jetzt alles nach bis Mai, Juni und dann können wir auch etwa noch auf 4, 4,5 Meter kommen. Klasse, Dankeschön. Die nächsten 2 Monate.